Willkommen bei Flowerfaktor. Mein Name ist Brigitte Heinrichs und ich komme aus Deutschland. Und ich zeige euch heute, wie man so einen Kranz macht. Für diese Arbeit benötigen wir folgende Materialien. Einmal eine Oasis-Unterlage, am besten Nailer Base, dann weiße Sprühfarbe, Jute, dann Wachs, hier in Form von Kerzen, es können alte Kerzen sein, und eine Unterlage, ein Teller, auf dem wir den Kranz nachher präsentieren können. Alle nicht floralen Produkte sind von Delewey Zwarpak und jetzt zeige ich euch, wie man beginnt. Weil die Jute sehr transparent ist, habe ich den Kranz eben weiß angesprüht, damit die dunkelgrüne Unterlage des Kranzes nicht durchscheint. Während die Unterlage jetzt ins Wasser kommt, damit sie sich vollsaugen kann, schneide ich die Jute in ca. 20 cm lange Streifen. Bevor es jetzt weitergeht, muss der Kranz erstmal ins Wasser, damit er sich voll Wasser saugen kann. Als nächstes habe ich jetzt etwas aufgebaut, eine Schüssel mit Wasser, einen Eimer mit Wasser, und die gewässerte Unterlage kommt jetzt mit der Steckmasse nach unten auf den Rand des Eimers. Dabei sollte der Eimer ein bisschen kleiner sein als der Kranz. Die Kerzen habe ich jetzt in einem Topf geschmolzen und jetzt tauche ich die geschnittenen Jutestücke ins flüssige Wachs und lege die auf die Unterlage. Wenn die Unterlage abgekühlt ist, kann man die ganz einfach vom Eimer runternehmen. Wachs hat also nicht nur eine gestalterische Note, sondern vor allen Dingen einen technischen Sinn, denn er sorgt dafür, dass die Jute so stehen bleibt. Als nächstes kommen dann endlich die Blumen. Um empfindliche Unterlagen vor dem Wachs zu schützen, ist es wichtig, den Kranz auf eine Unterlage zu präsentieren. Das kann ein Teller sein, eine Platte, Untersetzer, was auch immer dann schön passt.